Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Part 2. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier aus irgendeinem Grund noch hier. Ich weiß nicht so genau, warum das so komisch gespeichert hat. Oh nein, muss ich die ganze Szene jetzt nochmal machen? Bitte, bitte, bitte nicht. Sag nicht, das hat da nicht gespeichert. Aber ich habe doch gespeichert. Nein, bitte nicht. Ah, gut, nein, okay, wir sind durch. Wir sind gerade durch das Ganze. Dann ist gut. Scheiße! Hast du jemals sowas gesehen? Bloater haben Säuresporen. Aber das klang nicht wie ein Bloater. Sehr gut. Was immer die bekämpfen. Wir sollten sie sich gegenseitig töten lassen. Oh ja. So, dann klettern wir nochmal wieder hier hoch und begeben uns nochmal wieder in den Raum, wo es für uns nichts zu machen gab an unseren Waffen. Ach so, da ist noch. Ah, da geht's dann weiter. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Nice, nice. Einmal kurz hier rein. Wir checken es nochmal, aber soweit ich weiß, können wir an unseren Waffen nichts machen. So, es tut mir leid, dass ich halt so lange jetzt nichts gemacht habe. Ich hatte unimäßig ein bisschen was zu tun. Ich dachte auch, ich hätte genug vorproduziert, dass ich was rausholen könnte, waren aber doch nicht so. Es fehlte dann halt ausgerechnet hier The Last of Us. Und das war dann ein bisschen problematisch. Weil ich so, also ich, mir ist es halt wichtig, die Sachen in meiner richtigen Reihenfolge hochzuladen. Und so konnte ich dann doch nichts anderes hochladen. Ich möchte mal kurz nicht. Ah, ja, sorry, ich wollte nicht den Share-Button drücken. Sondern das hier mal schauen, was können wir. Sind das mit Klebeband? Eigentlich nichts Sinnvolles. Schere, ja, nö. Ich finde dann, lassen wir es mal lieber. Wie gehen wir vor? Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Oh, ich habe eine Idee, die ist aber richtig bescheuert. Ja, genau die. Wo wussten sie es nur? Das sollte gehen. Ja, so geht's auch. Es war nicht ganz, was ich wollte, gebe ich ganz ehrlich. Das gebe ich offen zu. Das ist wirklich nicht das war, was ich wollte, aber macht ja auch nichts. Hauptsache, wir kommen da irgendwie rüber. Ja, sie kann auch runterlaufen und dann daran. Kriegst du es? Was macht sie so weit oben? Also wird sie es niemals schaffen. Kann man dir helfen? Okay. So, nun geht's. Die Leiter ist kaputt. Da weiter. Achso, verdammt. Da können wir gar nicht. Nee, okay, dann müssen wir mal durch die Tür gehen. Da geht's wirklich nicht weiter. Okay, gut. Ist auch eine schöne Sache. So. Hoffen wir mal, dass wir auch heute nicht zu viele Tonstörungen wieder dabei haben. Ach, ich habe eine richtig blöde Haarsträhne, die mir vors Auge fällt. Das ist sehr unschön. Oh. Okay. Hallo, nimm doch. Helly, nimm. Danke. So. Ja, das sieht alles sehr, sehr schöner hier aus. Haben wir hier irgendwas, was wir benutzen können? Ah, sehr schön. Daneben dadurch, ne? Hier lang. Oh, es ist hier größer. Und da kommt bestimmt gleich was raus. Los, weg hier! Sam, Vorsicht! Wilde und Leute. Warum macht die Kamera das? Ich hab dich! Ich hab dich! Ah, los, los!
Okay. Ach du Scheiße. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ja, ist auch nicht unbedingt das, was ich sehen wollte. Oh Gott, ich habe nicht... Oh. Bloß nicht hier jetzt sich festhängen, Controller. Ich habe sehr Angst, dass wir da irgendwie durchfallen könnten oder so. Das wäre sehr uncool. Na, Halleluja. Die Controls ehrlich gesagt kaum noch. Hey, oh, was soll das? Wie muss ich noch mal ran? Y. Welcher Taste gehe ich in Deckung? Damit nicht. Da steht ja einer. Ach du Scheiße. Das sind gleich mehrere. Ach du Scheiße. Was macht man mit so einem Kumpel? Man könnte natürlich mal folgendes probieren. Oh Gott, da ist einer hinter mir. Da ist einer hinter mir. Tu was. Hat sie was getan? Hat sie mir geholfen? Geh da weg. Ach du Scheiße. Muss ich unbedingt teilen. Sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Das war sehr unpraktisch. Ich bin immer so spontan irgendwo reingelaufen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich mich hier wieder... Wie war das mit dem sich da dran lehnen? Okay, jetzt macht sie das von sich aus. Okay, sie macht es anscheinend von sich aus. Okay. Definitiv gar nicht so schlecht. Rauchbombe, Sprengfalle. Ja. Hält erst so X. Achso, X ist ja der PlayStation. Und oh, sorry. Okay. Wie mache ich eine Sprengfalle? Wie platziere ich die? Werfe ich die? Okay, ich kann die. Oh Gott. Das war nicht, was ich mache. Oh, dieses Kackvieh, echt. Das ist. Sehr schade, dass dieses Spiel ein paar Issues hat, was solche Sachen angeht. Geh da bloß weg. Geh da bloß weg. Oh Gott. Geh da bloß weg. Oh, ich komme da nicht weg so schnell, wenn die. Diese dummen Viecher, echt. Schon ihr ganze Gameplay verloren. Mich nervt das so krass, dass immer das Spiel so überhaupt kein Problem damit hat, irgendwie so den ganzen Story und Geschehnisse-Flow halt so komplett zu unterbrechen, dafür, dass man halt einfach in die Grütze geht. Nicht dahin gehen. Hau ab! Oh.
raste gleich aus hier. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Kannst du mal aufhören, ihn... Liebe Dina, kannst du bitte einfach mal da sitzen bleiben, genau da, wo du bist. Und jetzt mal aufhören, diesen Typen die ganze Zeit hier zu triggern. Das wäre sehr nett. Ich verstehe das nicht, warum das hier jetzt so sein muss. Sonst ist das immer so, was ich... Verteidige immer die NPCs, die mit einem rumlaufen. Ganz, ganz viele Leute haben immer was gegen NPCs. Ich finde NPCs total toll. Ich mag es total gerne, in einem Spiel Partner zu haben. Aber in diesem Spiel, das macht es einem echt schwer, die NPCs zu mögen. Scheiße! Geh da raus, geh da raus, geh da raus! Geh da, renn da raus, renn da bloß raus. Dieses Wichskopfvieh ist da hinten direkt. Komm, mach noch eins, noch, noch eins. Danke. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist auf jeden Fall okay und besser als das, was eben war. So. Oh, oh, scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein. Alles okay. Shambler? So haben sie sie genannt? Ja. Woher kommen jetzt wieder Shambler? Ich weiß auch nicht. Aber sie sind ekelhaft. Oh. Woher weiß ich, dass sie Shambler genannt haben? Nein, lieber nicht. Doch, doch, lass mal. Lass mal, das ist eine total tolle Idee. Lass mal ein Foto machen. Ich finde es toll. Machen wir doch lieber ein Foto. Weil Foto ist gut, Foto ist toll. Foto gibt mir die Möglichkeit, ein schönes Thumbnail zu haben. Ich bin definitiv pro Foto. Oh, der ist auch schön hier. Ah ja, komm, nehmen wir den, der liegt vielleicht am... Der liegt nicht so schön, da sieht man nur seinen Arsch. Nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Oder, na okay, festhalten, dann nehmen wir doch mal ein Foto von uns. Ist ja auch nicht schlecht. Kann man auch machen. Wenn wir es schön, kann ich es dann ein bisschen hübsch hin tun. Geht auch das. Da hätte ich dann aber dann natürlich schon gerne noch ein bisschen... Bedürfnis ist, hier ein bisschen netter zu machen. Hä, wo ist ihr Auge? Hier müssen wir ein bisschen rausnehmen, sonst ist ihr Auge nicht mehr scharf. Ich würde gerne mit der Helligkeit ein bisschen runtergehen, das sieht nicht so schön aus hier. Sättigung ist auch ein bisschen rot. Oh, ein bisschen. Da geht schon noch, aber. Chromatische Aberration, Filmkörnung. Nimm mal den Grain raus. Filter. Ich bräuchte gerne einen kalten Filter. Geht auch kalt? Natürlich nicht. Wäre zu einfach, wenn man einen kalten Filter drauflegen könnte. Ach doch, da kühl. Ach, das. Oh, Hilfe! Hilfe, das soll kühl sein. Bloß nicht so viel. Drei, so, und dann Vignettierung ist ein bisschen doll. Rahmen brauchen wir auch nicht. Logo ist eigentlich. Warte, wo kann das. Na gut, das, nein, doch nicht. Das ist noch nicht groß genug. Aber würde man das Logo noch größer machen, dann wäre das. Dann wäre das, könnte man ja da sogar direkt fertiges Thumbnail mitmachen. Das hatte mich gerade interessiert. Okay, jetzt geht's aber weiter hier. Zack. Ist ja immer wieder nett, ne? Was so alles gibt hier. Da geht's dann gleich weiter. Das will ich aber noch nicht.
Wir sind hier so viel jetzt, sind ja hier so schön umhergelaufen. Erstmal alles abchecken jetzt. Wir haben ja gerade eine ganz schöne Strecke zurückgelegt beim Umherrennen hier. Drei ganze Räume, die wir noch erkunden dürfen. Hoffentlich. Die hat eine Schere. Eine Schere brauche ich aber nicht. Ich kann mal gerade nochmal eine Sprengfalle bauen. Die war ganz hilfreich. So eine Sprengfalle, das finde ich ganz gut. Molotov kann ich auch nochmal neu machen. Medikit haben wir momentan. Achso, Medikit müsste ich aber nehmen. Zack. So, dann können wir auch wieder ein bisschen was mitnehmen. Dann können wir, glaube ich, auch jetzt die Schere mitnehmen. Nee, okay. Ich dachte, Medikit hat eine Schere. Achso, dafür müsste ich erst eins bauen. Warte. Auch das geht. Nee, braucht auch keine Schere. Okay. Dachte ich, ist wohl nicht so. Okay. Ja, das heißt also, hier liegt auch nichts rum. Okay, das geht's vielleicht doch recht schnell. Wenn hier nirgendwo was ist. Und ich müsste doch auch irgendwelche Texte noch rumliegen oder so. Komm schon. Es kann doch nicht sein, dass hier gar nichts ist. Emergency Maintenance only. Please follow all new Fedra protocols. Your supervisor will have all the latest up-to-date manuals and safety information. Okay. Okay, okay, okay. So. Oh Gott, ich dachte gerade, da steht so ein Riesentyp, aber das ist nur hier eine Wandmalerei. Mal sehen, wohin uns das führt. Oder wie man es nennen soll. Lass dir Zeit. Fast geschafft. Okay. So. Du willst in die Richtung weiter? Okay, dann gehe ich also in diese Richtung hier mal gucken. Sieht okay aus. Gibt's nicht? Soweit ich das sehe. Gut. Shambler? Als wären die anderen nicht schlimm genug. Und woher hat sie jetzt den Namen gehabt? Die Natur. Tja. Dann ist die Natur ein Arschloch. Oder hatten die das gesagt? Vielleicht habe ich das nur überhört, weil ich da irgendwie so ein bisschen mich unter Druck gesetzt gefühlt habe. In dem Moment, als die da oben angefangen haben zu reden. Okay. Okay. Eins nach dem anderen. Wir schauen erstmal, was es hier wo gibt und dann gucken wir, was wir machen. Okay, alles Türen. Arbeiten wir uns mal von vorne nach hinten durch, ne? Aber wenn ich bloß noch wüsste, wie war denn ihre Fähigkeit da? Okay. Das gefällt mir schon mal gut. Sammelkarte? Keine Sammelkarte. Sammelkarte? Keine Sammelkarte. Guter Arbeitsplatz, an den man nicht kommt. Gut.
Oder es steht anders. Nein, das ist definitiv ein guter Arbeitsplatz, an dem man nicht. Das ist zu verdächtig. Das müssen wir uns anschauen. Aha. Guck mal. Gleich wieder was entdeckt. Da war aber auch noch eine Tür eben, oder? In einem anderen Raum. Oder war das die? Das war anscheinend diese Tür. Okay. Komm, nimm doch. Achso, das war auf der anderen Seite. Da ist eine Sammelkarte. Wen haben wir denn da? Dr. Daniela Starr. Dr. Daniela Starr. Heimplanet Erde. Intelligenz 100, Muskelkraft 60. Angehörigkeit Future Alliance. Die brillante Daniela Starr wurde von Sparks Century 22 direkt aus Titans bester Wissenschaftsakademie rekrutiert und dem Ionenantrieb-Entwicklerteam zugeteilt. So, oh Mann. Unter den wachsenden Augen ihrer Kollegen entwickelte sie Pläne, unter den wachsamen Augen der Kollegen natürlich, die kühnsten Erwartungen noch übertrafen. Doch als sie erfuhr, dass ihre Vorgesetzten ihre Technologie für Energiewaffen nutzen wollten, schnappte sie sich ihre Forschungsergebnisse und floh auf den Ganymed. Jetzt steht sie unter dem Schutz der Future Alliance und ist kurz davor, das erste Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit der Menschheit zu entwickeln. Heldin. Sogar zu 100%. Wie auch nicht bei der Geschichte. Ich höre da doch was. Na gut. Keine Ahnung, warum du immer außen rumlaufen musst, aber ist okay. Hey. Hey, die sieht doch aus wie die Frau vom Scar-Graffiti. Ja. Schön, ja. Warum die Wolves sie wohl Scars nennen? Nach dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich's gar nicht wissen. Ich auch nicht. Das Symbol hat sie auch drauf. Aha, aha. Bisschen hier zu essen vielleicht noch. Na, eine Flasche. Was zu trinken ist auch okay. Sind wir da? Oh. Hey Dewey, hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir meine Limo und der Code gehört dir. Wie? Okay. Überlebenswunder in mutmaßlich verlassenem Vorort. Lower Green End, das Militär erlebte gestern eine Überraschung, als sie auf eine ganze Gemeinde traf, die lebendig und unversehrt war. Während die umliegenden Stadtteile von Opfern der Cordyceps-Infektion, die unser Land erschüttert, völlig überrannt wurden, haben es diese Überlebenden ganz allein geschafft, sie von ihren Straßen und Häusern fernzuhalten. Die Geschichte kann man nur als Wunder bezeichnen, zumal das Militär gerade in dem Moment eintraf, als ihre Lebensmittel endgültig zur Neige gingen. Die Einwohner der Gemeinde erklärten einhellig, ihr Überleben einer Frau zu verdanken, die, seit es zerrissen, als ein gewöhnlicher Prepper glücklicherweise lagerte sie in ihrem Bunker. Für ihre gesamte Nachbarschaft. Als wir fragten, was
Antwort, dass sie eine Vision der Katastrophe, ... bezeichnete den Ausbruch als göttliche Strafe, wahrscheinlich, ... andere Überlebende stimmten zu, als es, ... die Dunkelheit, sie führte uns, ... in weiser Voraussicht, ... sie wusste, dass wir uns, ... tun mussten, war einfach, ... als Soldaten versucht, ... wollten dort bleiben, ... nur gebeten, das, ... richtete ihnen, ... noch nie dage, ... Gefahr für, ... die qua, ... weigert, ... wobei, ... einzig, ... wird, ... im, ... geh. Ja. Da kann man vielleicht sogar ein bisschen mehr lesen. Nee. Nein, eigentlich nicht. Das ist also, auf Englisch ist es auch nicht besser. Shit. Ich brauche die Kombination. Die soll natürlich nicht schon wieder vergessen haben. Wenn ihr eben die Limo holt, dann... Vielleicht steht ja die Kombination auf der Limo. Nicht schlecht. Der Code ist 152... Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, das sind genug Hinweise. Wenn du den Rest nicht allein rausfindest, hast du es auch nicht verdient. Viel Spaß. 1, 4, 5, 2, Fragezeichen, Fragezeichen. Haben wir hier noch mehr Hinweise? Nicht so wirklich, ne? Dann müssen wir halt was probieren, wa? Mal sehen. Oh, interessant. Ich kann nur 3, 4. Achso, man muss die nur... Ach, das ist ja easy. Oh. Hm. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Bevor dich wieder was anspringt. Du bist die Beste. Okay, hier ist nichts, was er anspringen könnte. Das ist gut. Denn Stuff kriegen ist sehr, sehr nice. Da ist nichts drin. Hm. Okay. Nehmen wir da noch was mit. Und hier noch ein bisschen was. Nicht, weil da auch nichts drin ist. Da und da und das nehmen wir noch mit und das auch und ja, das war's dann erstmal soweit. Okay. Warte, ich muss es einfach wissen. Ah, okay, es ist tatsächlich Heilung. Ich wollte nicht wissen, ob man vielleicht eine Errungenschaft kriegt oder so, wenn man das mitnimmt. Dann würde ich sagen. Man kommt bestimmt irgendwo durch. Sehr optimistisch. Oh, das ist interessant. Das ist äußerst interessant.
Das würde ich nicht unbedingt machen wollen, deshalb gehe ich jetzt nochmal zurück. Ellie, hier ist dein Weg. Okay. Hey, hier lang. Dann zeig ich mal, sie meint das gelbe Ding, sie will da wirklich runter. Sie will. Okay. Wenn es dein Wunsch ist, dein Wunsch sei mir Befehl. Scheiße. Schämler. Oh nein. Als wir denen aber eben begegnet sind, haben die mir gar nicht gefallen. Bisher ätzendsten Gegner, ey. Könnt ihr was sehen? Bisschen, ne? Ich brauche eine Waffe für weit weg. Oder was? Das war ja nicht. Oh, Scheiße. Nein! Geh weg. Geh da bloß weg. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist ja noch einer. Lauf! Lauf! Mir bleibt nichts anderes als laufen. Oh Gott. Scheiße. Oh Gott, sind beide bei mir. Ich bin, glaube ich, tot. Ich komm. Oh Scheiße. Ja, ich komm. Nein, sie stirbt. Oh. So knapp davor, ey. Wir müssen ihr immer helfen, ne? Aber sie hilft uns nie. Nie. Sie zieht die Ehre der NPCs durch den Dreck. Scheiße, ich habe keine Munition mehr da drin, okay. Erstmal ist sie. So. Für dich habe ich keine Zeit. So. Ist der andere noch da? Oder ist der auch in die Luft gegangen? Okay. Ich wäre dann soweit, hier abzuhauen. Ich auch. Vielleicht kriegen wir hier nochmal ein schönes Foto von einem. Ja. So, doch, so ist ganz nett. Sieht auch nicht so toll aus. Ach, hier kann man auch rein. Okay, da kann man auch längst jetzt alles mal hier kurz absuchen. Da geht es wahrscheinlich weiter, deshalb gehen wir nochmal zurück. Ja, da könnte es auch weitergehen. Gehen wir also erstmal hier zur... Da. Obwohl, nee, da war ich ja eben. Da ging es nicht weiter. Tim, hier was zum Einsammeln? Nein. Dort? Ja. Ohne Axt. Das ist meine Axt, die ist zerbrochen. Gut, brauchen wir eine neue. Merke ich mir. Ich versuche es. Also ich versuche mir das zu merken. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich versuche mir zu merken, dass wir eine neue Axt brauchen. Oder etwas Vergleichbares.
Wie steht es um unsere Gesundheit? Ganz gut, okay. Das ist erfreulich. Okay, da geht es im Zweifelsfall weiter. Sehr schön. Sieht doch gleich besser aus. Hier da noch was. Hier, da kommen wir nicht durch. Ist zu doll zu. Sind wir wieder da? Ja, okay, dann sind wir wieder da, wo wir reingekommen sind. Okay. Dann würde ich sagen, geht's hier weiter.